and welcome back to my channel Robin's World. Hey yo. Und zwar, heute reden wir über einen Highschool Exchange und zwar meinen. Ja, genau, ihr habt richtig gehört. Ich war schon mal in den USA für ein Jahr an einer Highschool und das Ganze habe ich mit der Organisation Travelworks. Gutes Englisch habe ich da auf jeden Fall gelernt. Travelworks. Hier ist ein Bild eingeblendet, gemacht. Und diese Firma hat die Partnerorganisation oder arbeitet mit der Partnerorganisation CIEE zusammen in den USA. Und ja, ich fange erstmal an, was ich alles machen musste, als ich noch in Deutschland war. Und mich eben so dazu entschieden habe und das Ganze darum, drumherum. Also, let's go. Also, zuerst natürlich, wieso wollte ich überhaupt einen Highschool Exchange machen? Irgendwie wollte ich schon immer in die USA, nicht nur wegen der Filme, sondern einfach, weil ich mal sehen wollte, wie das Schulsystem, nicht unbedingt das Schulsystem, aber wie generell Schule einfach woanders ist, nicht in Deutschland. Es hätte natürlich auch Spanien, Niederlande, was auch immer für ein Land oder Kontinent werden können. Für mich wären es aber die USA. Die haben mich schon immer irgendwie ein bisschen angetan. Und genau, in den USA gibt es natürlich auch viele coole Sachen und man hat auch schon mega viele Filme darüber gesehen, aber für mich, klar waren Teile davon, genauso wie in Filmen, aber vieles war auch überhaupt nicht so. Aber back to Travelworks jetzt erstmal. Mit Travelworks, also für Travelworks eher, habe ich mich entschieden, weil die Leute da sehr nett waren und auch sehr hilfsbereit. Es gibt natürlich ganz viele andere Organisationen. Da ist es die Sache, muss man schauen, welche einfach am besten zu sich passt und welche man sich leisten kann, würde ich sagen. Jeder kennt natürlich auch EF und fällt der Name gerade nicht ein. Aber jo. Ich habe mich im Endeffekt für Travelworks entschieden, weil ich mich da am wohlsten gefühlt habe. Und ich fand, dass die einfach die coolsten Optionen hatten. Ebenfalls ist die Partnerorganisation, die ich schon erwähnt habe, sehr gut strukturiert, meiner Meinung nach. Mit denen ich auch am Anfang sehr viel Kontakt schon hatte, mit der CIE. Aber was musste ich alles machen hier in Deutschland, bevor es losgegangen ist? Das Ganze hat damit angefangen, dass ich ein Interview machen musste mit einer Frau. Eigentlich ist es immer face-to-face. Da ich aber, weil ich mit relativ vielen eben versucht habe zu reden und herauszufinden, welche für mich am besten ist, von Geld, von Wohlbefinden her, blablabla, musste ich das Ganze dann übers Telefon machen. Über Skype, glaube ich sogar, weil die müssen einen auch sehen, damit die wissen, yo, das ist wirklich sie. Und die Frau da war wirklich nett zu mir und ich habe ihr auch gesagt, dass ich mega aufgeregt bin, weil ich damals wirklich noch überhaupt gar nicht Englisch reden konnte und mich auch echt ein bisschen geschämt hatte, eben in einer anderen Sprache zu kommunizieren, da ein Teil des Interviews auch in Englisch war. In dem Interview ging es darum, herauszufinden, was für eine Person ich bin, was meine Ziele sind, wieso ich da überhaupt hin möchte, also was meine Ziele auch im Zielland dann eben waren, in Amerika. Und ja, einfach, dass die Organisation weiß, dass ihr das wirklich wollt, weil die haben klar auch nur so und so viele Plätze für Leute, die dieses denen ermöglichen können. Jo. Klar gibt es da noch das Thema Visa. Das Thema Visa habe ich schon angesprochen in meinem anderen Video. Verlinke ich unten in der Infobox. Nicht da, aber hier ist ein Bild. und wenn euch das Thema Visa eben interessiert, dann checkt dieses Video nach meinem jetzigen aus nochmal. Genau. Ebenfalls musste noch eine Lehrerin meiner deutschen Schule eben ein Schreiben hinschreiben, hinschicken und sagen, ja, denkt sie, dass es gut für mich ist oder ob ich da hinpasse, ob ein Austausch für mich okay ist, ob ich mich da gut eingliedern kann, ob ich mich zurück eingliedern kann, wenn ich dann wieder in Deutschland bin und ob das auch von den Noten her überhaupt geht, weil
Ich glaube sogar, wenn man zu schlecht in der Schule ist, dann ist es einem gar nicht möglich, dahin zu gehen. Kommt ganz drauf an, welche Organisation man da wählt. Und ebenfalls, wie viele Fehltage man hatte. Also krankheitsbedingt fehlen ist da auch ein Thema dabei. Dann musste auch noch meine Familie und ich glaube zwei meiner Freunde ein Schreiben verfassen, in dem sie sagen, oder ich glaube nur Antworten beantworten bei meinen Freunden. Und da ging es auch einfach nochmal darum, ob das, was ich eben von mir preisgegeben habe, ob das mit den Charaktereigenschaften, die meine Freunde an mir sehen, eben so ein bisschen übereinstimmt. Und auch, ob die denken, dass dieses Auslandsjahr gut für mich ist oder eher schlecht. Dann ging es eigentlich auch schon mega schnell die Zeit rum und ich bin losgeflogen mit dem Flieger von Frankfurt nach Chicago. Ich habe nämlich in der Nähe von Chicago mein Auslandsjahr gemacht, in einem etwas kleineren Ort, wo ich am Anfang auch dachte, Mann, ist ja voll ätzend, dass ich da jetzt rumhocke. Aber ich hatte da eine mega coole Familie und die Schule war auch echt cool. Also lasst euch von sowas echt nicht schlecht beeinflussen, weil es ist egal, wie klein die Stadt ist. Es geht nicht darum, also wenn ihr klar eine große Stadt wollt, ich glaube, man kann es auch sagen, ja, ich möchte gerne eine Großstadt, ich möchte auf ein ländliches Gebiet. Aber es kommt immer darauf an, wo die eine Gastfamilie für euch finden. Also, jetzt zum nächsten Punkt, Gastfamilie. Normalerweise läuft es so ab, dass eben ihr einer Gastfamilie zugeordnet werdet. In meinem Fall, was man auch machen kann, ist es so gewesen, dass ich in Deutschland mich ein bisschen umgehört hatte, ob Bekannte von mir eben Bekannte oder auch Familienangehörige in den USA haben. Und da bin ich auf jemanden gestoßen. Und ja, es war, glaube ich, das Beste, was mir hätte passieren können, weil meine Familie echt süß war. Ich hatte dann zwei Brüder dort und eine Mom und eine Dad und zwei super cute Hundis. Ich habe das Gefühl, ich sage sehr viel und. Tut mir wirklich leid. Ich mache das hier alles aus meinem Kopf und es sind jetzt auch schon 3 oder sogar fast 4 Jahre, seitdem ich dort war. Aber ich dachte mir, es ist eine Geschichte, die erzählt werden sollte, weil es ging mir echt zu Herzen. Die sind immer noch sehr tief in meinem Herz und auch, dass ich das gemacht habe und dass meine Familie das mir ermöglichen konnte, ist wirklich toll gewesen. Jeder, der, also dem es einfach möglich ist, sollte das machen, weil es ist eine gute Erfahrung für euch. Ihr werdet auf jeden Fall mehr herausfinden, wer ihr selber seid, was ihr wollt im Leben. Und ja, es ist einfach eine richtig krasse Experience, einfach ein komplett anderes Land, ein Kulturschock. Ihr werdet so viele neue Leute kennenlernen können. Ja. Aber jetzt zu dem Punkt, als ich in Amerika angelangt bin. Am Flughafen wurde ich tatsächlich nicht von meiner Gastfamilie abgeholt, sondern von meiner Local Coordinatorin. Und diese Person, diese Local Coordinatorin, ist entweder ein Mann oder eine Frau. Aber die sind einfach dafür zuständig, dass sie mal checken, ob es euch gut geht eben im Laufe dieses Jahres und dass sie eben sicherstellen, dass die Familie euch gut behandelt. Man liest ja auch viel, dass, also es ist eine 50-50-Chance, ob man da in eine Familie reinrutscht, so ungefähr von den Dingen, die ich auch gehört habe, miterlebt habe von meinen Freunden, die ich da gemacht habe, die eben auch ein Auslandsjahr gemacht haben, ob die Familie so ist, wie sie sich eben präsentiert in dem Interview, was die auch eben absolvieren müssen. Das muss nicht nur ich machen, sondern auch die Familie, zu der ihr geht. Auf jeden Fall, gerade ein bisschen Faden verloren, bin ich dann erstmal mit der nach Hause gegangen und die hat mich dann am Abend zu meiner Familie gebracht. Am Anfang war ich da auch echt noch ein bisschen schüchtern, muss ich sagen. Aber nach so 2-3 Wochen hat man sich da voll, also ich von meiner Experience sage, eingelebt und auch schon Fuß gefasst. Man ist ja auch immer mit denen zusammen, man kann die richtig kennenlernen. Meine Familie war echt süß. Wir sind da auch mal reiten gegangen, weil meine Mom super Pferde geliebt hat. Und ja, war echt cool.
diese Organisation CIE, die Partnerorganisation von Travelworks, hat auch noch andere Sachen angeboten in den USA, andere Reisen, unter anderem ein East Coast, ein West Coast und ein Hawaii-Trip. Das sind jetzt nur die, an die ich mich erinnern kann. Ich weiß nicht, ob die noch andere hatten, bestimmt. Aber ich habe an dem West Coast und Hawaii-Trip teilnehmen können und es war einfach mega cool. Ich meine, wie oft hat man schon die Gelegenheit, mal auf Hawaii zu sein, und für mich, was ich sagen kann, da gibt es den schönsten Sonnenuntergang der Welt. Oh mein Gott. Ja, und ich habe mich tatsächlich nicht für den East Coast Trip entschieden, weil, ja, ich wollte schon immer mal nach Arizona und nach Kalifornien und die East Coast ist eher in der anderen Richtung. Deshalb West Coast Trip. Auf diesem Trip trifft man dann noch andere Auslandsschüler und mit vielen davon habe ich immer noch Kontakt aus Asien, aus, manche kommen auch nach Kanada in die USA tatsächlich, aus Europa, überall her. Auf jeden Fall war es mega cool, die Erfahrung zu machen, wie ich ja auch schon gesagt habe, ihr werdet super viele Leute da kennenlernen. Genau. Aber was euch wahrscheinlich am meisten interessiert, ist das Thema Highschool. In meiner Highschool, ich war komplett überfordert, muss ich sagen. Eine deutsche Schule, da denkt man ja schon so, ja, ja, okay. Also, ich weiß jetzt nicht, so 1000 Leute. Das ist schon krass, 1000 Leute. Ich war in der Schule, da gibt es nur 500 bis 600 Schüler, aber es gibt ja viel größere auch noch. Aber bei denen war ich an einer kleinen Schule und ich glaube, die hatte so 3000 Schüler. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ihr könnt so die Verschiedenheit, glaube ich, sehen oder raushören. Auf jeden Fall, ja, es gibt dort coole Möglichkeiten vom Sport her, wie man es auch aus dem Film kennt. Und dort konnte ich auch an so einem richtigen Highschool-Football Spiel mal, also nicht teilnehmen, aber das eben mit experiencen. Und was ich mega cool fand dort, war einfach, dass die diese Spiritwear voll getragen haben und dann in den Farben eben und auch im Gesicht bemalt zu diesem Footballspiel gekommen sind. Wir waren die Bulldogs und wir waren lila und gelb. Es war einfach mega cool und für mich kompletter Flash, weil klar, man geht in Deutschland zu Fußballspielen, aber es ist noch was ganz anderes. Einfach, weil die so richtig da mitfiebern. Also wirklich jeder. Dann waren immer die Band dabei, auch in ihren coolen Uniformen, die dann zuerst was gespielt haben. Und auch die Cheerleader oder das Dance-Team. Also mega die krasse Erfahrung. Dafür lohnt es sich schon mal ein Auslandsjahr zu machen. In den USA oder in Kanada gibt es das ja auch. Ja, genau. Aber wie war so ein Schulalltag da für mich? Wollt ihr vielleicht auch noch wissen? Bei denen ist es ja nicht so, dass man, wie in Deutschland, jeden Tag ein anderes Fach hat und so ein, also eine ganze Woche lang eben, weiß nicht, zuerst eben Bio und Wirtschaft, dann und Mathe und Deutsch, obwohl Mathe und Deutsch ist ja nie am gleichen Tag, aber you know what I'm getting at. Sondern es sieht so aus, dass man wirklich für ein halbes Jahr, glaube ich, die gleichen Fächer für jeden Tag hat. Also wenn ich gesagt habe, ich habe am Anfang Bio, Spanisch, Englisch, Mathe und Kunst gewählt, dann hatte ich das auch jeden Tag, und zwar nicht nur eine Dreiviertelstunde, sondern eine Stunde lang. Und ja, genau. Was man natürlich auch dort hat, sind diese Spinde, die man aus den Filmen kennt. Was ich total beschissen fand, war, dass diese Spinde, oder blöd fand, dass diese Spinde, da muss man sich echt dran gewöhnen, an die Schlösser, die da dran waren, weil das ist echt nicht so easy, die aufzumachen, wie die da immer so zeigen in den Filmen. Nein, also wirklich nicht. Da gibt es auch viel coolere Fächer als in Deutschland. Da gibt es zum Beispiel auch Kochen oder
Current Issues, das ist dann so wie Geschichte, aber nur eben das, was jetzt wirklich gerade eben so passiert. Und was ich da machen musste, immer am Anfang der Stunde mussten wir die News durchgehen und war so einen kleinen Text verfassen, da haben wir dann eine Note drauf bekommen zum Beispiel schon. Und auch Design, also so Interior Design, und dann konnte man wirklich irgendwann so sein eigenes Haus gestalten und die Stoffe dafür raussuchen und dann so ein kleines Plakat damit vollkleben und alles. Mega nice. Für Leute, die an Interior Design interessiert sind, da kann man eben auch schon Erfahrungen in der Highschool machen in Amerika. Genau. Unter anderem musste da auch jeder Physical Education machen, also Sport. Aber man konnte sich aussuchen, was man macht. Also da gab es dann eben sowas wie Leichtathletik, aber auch ein Dance PE. Und da mussten wir dann auch so einen Tanz zum Beispiel dann am Ende von dem Kurs präsentieren. Und der wurde dann auch nochmal benotet. Und da war man eben in so einer Gruppe und die haben einem die Anfangsschritte gegeben. Das kennt ihr, glaube ich, bestimmt auch aus Deutschland, aber das hat man dann erst in der Oberstufe. Und da eben immer, sobald man dann eben in die Highschool kommt. Und ja, von den Sportangeboten her gab es natürlich nicht nur Football, sondern auch Wrestling, Basketball. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es Volleyball gab, aber es gab auf jeden Fall Tennis und Dance auch, wo bei dem ich mir am Anfang eigentlich überlegt hatte, dass ich das unbedingt machen möchte, weil ich auch in Deutschland viel getanzt habe schon mein ganzes Leben lang, aber mich dann doch für was komplett anderes entschieden habe, und zwar Softball. Das ist sowas wie Baseball, nur dass mir wurde gesagt, das ist nur für Mädchen, aber ich habe jetzt auch schon andere Sachen gehört, dass das Jungs auch spielen, also da bin ich befordert. Aber es gibt ein paar andere Regeln und der Ball ist viel größer. Kann ich hier auch nochmal ein Bild einblenden? Ihr werdet auch im ganzen Video ja schon Bilder eingeblendet bekommen haben von allen möglichen Sachen, die ich schon erzählt habe. Ja, aber ich weiß gar nicht, was ich euch noch alles erzählen kann. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Hier ist mein Username, oder in die Kommentare. Und ich werde euch natürlich so weit helfen, wie ich es kann, mit den Fragen. Und ja, falls euch, wie gesagt, das Thema Visa oder auch Finanzierung zum Beispiel interessiert, da könnten euch meine anderen Videos helfen, die zwar eigentlich für ein Auslandsstudium sind, aber eigentlich kann man vieles dafür auch anwenden auf dieses Auslands-Highschool-Jahr, worüber ich gerade erzählt habe, so ein bisschen, was meine Erfahrung war. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, ein bisschen so ein kleinen Look-in in meine Story haben zu können. Und wir sehen uns am Donnerstag. Bye! By the way, falls ihr mir noch nicht folgt, hier ist mein YouTube-Name. Einfach kurz subscribe und lasst das Glöckchen klingeln, damit ihr immer informiert werdet, wenn ich poste. Hey Peoples, was ich vergessen habe zu sagen, natürlich sind alle Links, die wichtig sind, in der Infobox verlinkt. Also, falls euch irgendwas interessiert, dann checkt das auf jeden Fall out. Unter anderem in diesen sind von Travelworks, CIE, EF und auch natürlich mein letztes Video. Die Videos des Auslandsstudiums, die vielleicht interessant für euch sein könnten. Und natürlich werde ich auch noch ein paar Blogs verlinken, unter anderem eins von einer guten Freundin von mir, die über ein Auslandsstudio eben ein bisschen informieren. Also, bye!